Heiser Ho! Wir begrüßen Sie. Heiser TV präsentiert die vierte Auflage von Kings of Golf und wir starten die German Tour beim Hellsternchen Hofturnier in Hesselbach. Bobby Nautilus, der Spitzenspieler der Heiser Nauts. Dieses Jahr ist er ganz stark in Form. Er hat hier zweimal Kursrekord gespielt, 44, das ist wirklich europäische Spitzenklasse. Vor dem Halbfinale hat er noch 9 Würfe Vorsprung, hat er etwas geschwächelt im Halbfinale und jetzt immer noch 4 Würfe vor auf den zweiten. Und das ist ein großer Rückkehrer. Chris Max Vogt, er ist wieder eingestiegen ins Geschäft, langer Aufenthalt in den Vereinigten Staaten, jetzt ist er wieder zurück und spielt auch wieder auf der Tour Disc Golf, auch er mit einer sehr guten 45er Runde. Michi Stelzer, der junge Zuchtbulle, er mit 175 Würfen auch noch mit Chance auf den zweiten Platz. Erster Platz ist ein bisschen schon weg, will ich sagen. Und er ist jetzt auch nicht mehr der einzige Jungstar im deutschen Feld, denn André Bethea, er hat ja als amtierender deutscher Meister klargestellt, dass die jungen Spieler ganz deutlich mithalten können. Auch er in der ersten Runde 44, aber dann konnte er mit Bobby nicht ganz mithalten. Und jetzt ist der Abstand wohl schon zu groß. Klaus Kattwinkel, nun, man sieht ihn sowieso sehr oft im Finale, aber hier in Hesselbach ist er wirklich immer dabei gewesen. Und das wollte sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen mit einem extrem guten Halbfinale. Ist er dann noch reingerutscht, 6. Mal in Folge hier im Finale, auch wenn er mit dem Sieg nichts mehr zu tun hat. Er wird uns noch einige schöne Würfe präsentieren. Turnierdirektor Frank Hellstern eröffnet also das Finale auf Bahn 1. Unsere Fans kennen diesen Wurf bestimmt, denn er ist um die Welt gegangen. Bobby Nautilus an dieser Bahn hier einfach wunderschön zuzuschauen. Und man muss sagen, natürlich, er hat einen Vorteil dadurch, dass er sich hier schon so oft gespielt hat. Kennt er den Kurs in- und auswendig. Er legt also hier sehr schön ran. Max Vogt, er ja aus der alten Hartl-Schule, viel gelernt in den Vereinigten Staaten, also präziser Techniker und eben Weitwurfmonster. Er ist ja Titelträger gewesen, jetzt nicht mehr, aber auch er ist schon oft über 200 Meter gekommen. Michi Stelzer ist natürlich auch jemand, der einen unglaublichen Arm hat, aber eben die Technik, da ist ihm Chris Max wohl noch ein bisschen voraus. Hier ist jetzt jedenfalls Michi Stelzer ein bisschen zu kurz geraten. Und André Bethea. Auf jeden Fall erpicht darauf, das Birdie zu spielen. Der Höhenunterschied macht es eben aus. Jetzt also Klaus Kattwinkel. Und hier sieht man gleich, oh, das hat nicht geklappt. Viel zu kurz, die Scheibe schlecht geflogen ins OB. Hier also jetzt schon plus Strafwurf der dritte. Und das konnte er nicht mehr retten. Chris Max, er hat ja so eine Halbstraddle-Position, will ich mal sagen. Das ist sehr eigentümlich für ihn. André Bethea. Als deutscher Meister sind natürlich jetzt viele gespannt darauf, wie er in dieser Saison sich präsentieren wird mit den Putts. Das klappt noch nicht so ganz wie am Schnürchen, wie wir das von letzter Saison von ihm gewohnt sind. Auch Michi Stelzer hat hier ein bisschen Pech, einfach zu tief geworfen. Klaus trifft wieder nicht, das heißt also Double Bogey für ihn. Chris mit dem Par und der Einzige, der in der Lage ist, hier das Birdie zu spielen, ist Bobby. Und damit unterstreicht er, dass er sich den Sieg hier auf keinen Fall mehr nehmen lassen will. Er mit 5 Würfen Vorsprung und da muss schon etwas ganz, ganz Schlimmes passieren. Aber wir wissen ja, Hesselbach, da lauern einige Gefahren, mit denen man nicht rechnet. Und wie bei Klaus jetzt schon
gleich klargestellt, Double Bogeys sind immer drin. Wir überspringen die zweite Bahn, gehen gleich zur dritten. Hier ist beim ersten Versuch einfach Länge gefragt. Man muss natürlich auch eine gute Position haben, darf nicht hinter den Bäumen auf der rechten Seite liegen. Und wir gucken uns jetzt mal im Vergleich den Abwurf an. Also nicht leicht, hier eine 3 zu spielen, denn der Approach muss wirklich ziemlich genau sein und die Scheibe fällt in den Hang hinein. Also oben auf dem Weg landen, wie das Chris Max hier gemacht hat, ist eigentlich die allerbeste Variante. Bobby spielt die gerade Linie und auch er liegt ideal 2 Meter vom Korb entfernt. Michi Stelzer, auch er spielt über den Weg. Oh, bleibt am Baum hängen, aber liegt natürlich deswegen umso besser. André sieht man gleich, zu hoch die Scheibe, falscher Winkel. Und da liegt er jetzt ganz unten, da sind eben seine weiten Putts gefragt. Klaus kann jetzt hier mit dem Birdie wieder ein bisschen aufschließen. Nun ja, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. André gelingt es auch nicht. Ja. Michi, Chris und Bobby spielen jeweils den Birdie. Das heißt, Bobby auch im Finale legt er gleich wieder richtig zu, liegt vorne an der Bahn davor. Michi Stelzer durch Unkonzentriertheit beim Approach als einziger mit dem Bogey. Und Chris Vogt jetzt auch schon ziemlich alleine auf Platz 2. Was machen jetzt die Verfolger? Michi Stelzer mit dem Avia bergauf wunderschön den Enheiser in die Schneise gespielt. Die Scheibe bleibt auch ziemlich nah liegen, nur aus kürzester Distanz verpattet er. Das ärgert ihn und den Ärger nimmt er mit auf die nächste Bahn. Da wieder unkonzentriert beim Abwurf, direkt in die Wand reingehackt. Er ist aber nicht der Einzige mit Problemen. Pech jetzt für Max, er hat einfach zu weit geworfen, unten im Abhang ins Wasser. Das heißt Strafwurf für ihn und André Bethea hat Probleme beim Approach, bleibt da hängen. Klaus, seine Putting-Probleme ziehen sich hier durchs gesamte Finale. Der Einzige, der eben problemlos hier durchkommt, zweimal souverän Paar gespielt, ist Bobby. Er spielt wirklich Disc Golf von europäischem Spitzenniveau an diesem Wochenende. Und das erste Mal im Trikot der Heisernauts scheint es, dass Ruths Fluch gebrochen wird. Er ist dem Turniersieg immer näher. Wie groß darf die Portion sein, die man hier jetzt gibt? Alles leer. Das ist halt jetzt zweimal 52 und da ist. Dann den neuen liege ich auf 4 Meter dran. Und habe schon ein paar Punkte angefangen, wie man dann geht. Eben, und nicht in der Luft. Und mir gibt es dann schon, wenn es gibt keine 180 Gewicht mehr. Und auch, also diese
Also hohle Gasse, runter auf den Weg. Die mache ich alle nass. Ja. Und mich auch? Die kommen dann nachher eineinhalb Stunden und küssen alle Füße. Und dann zu den guten Spielern. Die Stimmung hier also bestens. Und jetzt kommen wir zur Bahn 6, den Tunnel von Hesselbach. Es geht bergab, ganz genau den Tunnel muss man treffen. Und da muss die Scheibe zum Halt kommen, denn genau hinter dem Korb geht der Abhang nochmal doppelt so steil weiter. Das heißt, die meisten Spieler spielen hier auf Vorsicht, obwohl es möglich ist. Das hat ein Spieler schon bewiesen, hier auch nur einen Wurf zu benötigen. Michi Stelzer hat da wohl Glück. Die Scheibe bleibt. Na, keiner weiß es, keiner reagiert. Was ist passiert? Klaus liegt da ein bisschen zu kurz, aber man hört seinen Applaus. So schlecht nun auch wieder nicht. Jetzt geht's nur noch bergab, Leute. Und jetzt Bobby mit dem Chicken Putt. Er wird hier nichts riskieren. Er empört sich, dass die Zuschauer da mehr verlangen. Denn aus der Distanz traut sich keiner wirklich drauf zu gehen. Da sieht man, bei Chris ist die Scheibe unglücklich weggerollt. Und da hat er noch wieder etwas vor sich. Klaus als einziger, der hier wenigstens andeutet, dass er es versuchen möchte. Dafür wird er auch sofort mit Applaus belohnt, auch wenn es nicht klappt. Und Chris hat jetzt da noch einige Meter vor sich und bergauf. Es ist eben sehr schwer, denn dann gibt es keine Schneise mehr. Da ist alles eng. Der erste ist wieder hängen geblieben, also der erste von dort unten rauf. Das ist ja schon sein dritter gewesen. Und jetzt der vierte, da rettet er sozusagen das Bogey. Schöner Putt bergauf. Und damit hat er seinen zweiten Platz noch verteidigt. Bobby also weiterhin souverän einen 9 Bahnen langen Triumphzug wird er hier feiern. Als einziger bisher noch fehlerfrei geblieben. Stelzer ein bisschen näher gekommen, denn Chris Vogt schon wieder einen Bogey gespielt. Bahn 7, hier muss man nicht heiser spielen. Das beweist gleich André, der spielt die gerade Linie. Und er liegt auch ganz gut. Schön. Sicherer für die meisten allerdings den hohen Heiser außenrum. Aber es ist auch nicht so leicht. Hier muss man schon genau einschätzen, wann die Scheibe wieder runterkommt. Klaus, da scheint er wieder nicht zufrieden zu sein. Völlig fassungslos über seinen Bewegungsablauf wendet er sich ab. Und Chris Max geht das vorher nochmal durch. Wir kennen das auch aus anderen Sportarten wie vom Bobfahren oder Turmspringen, wo man die Bewegung vorher noch einmal im Geiste durchgeht. Das ist bei ihm sehr auffällig, das macht er oft. Bobby liegt hier ein bisschen zu weit weg, da geht er auch gar kein großes Risiko ein. Warum auch? Er hat einen unglaublich angenehmen und komfortablen Vorsprung. Michi Stelzer aber, ihm gelingt der Putt zum Birdie. Das war schon schön, man sieht es hier erst am Lauf zum Korb, wie weit der eigentlich wirklich weg war. Auch André ganz trocken eingelocht und Chris Max hier nochmal mit diesem bemerkenswerten Halbstraddle. Also die drei Spieler mit dem Birdie, Bobby aber immer noch uneinholbar mit 6 Würfen vorne und Klaus entfernt sich immer mehr nach hinten. Die nächste Bahn jetzt
ausschließlich im Finale zu spielen. Sehr sehenswert für die Zuschauer. Es geht 200 Meter bergab und André, der hat hier vom Weitwurf-Lehrmeister Distance Max ein paar Sonderstunden an diesem Wochenende erhalten. Und man macht sich gleich bemerkbar. Man sieht, er überwirft die Bahn hier sogar ein bisschen. Hat also den Approach noch bergauf vor sich. Und Michi Stelzer kann da natürlich mithalten. Aber er zieht ein bisschen zu weit rechts. Und die Scheibe kippt, aber gleitet dann nicht mehr so richtig. Und jetzt Chris Max will natürlich ein bisschen auf Show spielen, zeigt hier, was er drauf hat. Also hat ja schon mehrere Würfe über 200 Meter auf planer Ebene geschafft. Ja, also jetzt hier mit dem 360, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Die Scheibe driftet weg und jetzt kommt sie ins Gleiten. Die Bahn hier, man hört es schon am höhnischen Gelächter. Der Zuschauer hat ja ungefähr 100, 120 Meter überworfen. Er nimmt es gelassen, obwohl sein zweiter Platz jetzt natürlich in Gefahr geraten ist. Bobby, souverän, was soll man sagen? Er triumphiert hier einfach. Super Wurf. Schön. Hat er schön gemacht, denn da liegt er schon auf Schlagdistanz. Jetzt Klaus, kann er auf den letzten beiden Bahnen hier nochmal was gut machen. Aber auch das hat nicht ganz funktioniert, denn die Scheibe ist einfach zu sehr nach rechts gegangen, obwohl er da nicht unglücklich hängen geblieben ist. Chris Max also jetzt wieder Kraftaufwand von unten nach oben. Und da knallt er direkt in den Baum rein. Das heißt, wieder ein Wurf verloren gegangen. Und sein Vorsprung schmilzt allmählich. Denn Michi Stelzer ist ja noch hinten dran. Und er ist jetzt sehr konzentriert beim Approach. Hat also die Möglichkeit, hier die 3 zu spielen. Jetzt klappt's. Bobby mit dem Approach. Und das kann er ja auch wie kaum ein anderer sein Rhino einfach so ausgleiten lassen, dass es sich dann wie ein Panzer neben den Korb hinsetzt. Das ist unnachahmlich und da muss man sagen, hat er hier einfach den anderen gezeigt, wie dieser Kurs zu spielen ist. Klaus, eben mit dem Putten klappt es einfach nicht. Man sieht es auch beim Rückputt. Er weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll. Denn wieder einmal vor laufenden Heiser TV-Kameras kann er nicht sein wahres Können präsentieren. André also hier mit der 3. Chris muss also jetzt hier mit 5 Würfen Double Bogey den Tribut für seinen spektakulären 360 am Anfang zahlen. Bobby wieder souverän und locker das Paar gespielt und hat also den Abstand nochmal deutlich gesteigert. Allerdings jetzt geht es auf der letzten Bahn noch um Platz Nummer 2. Chris und Stelzer wurfgleich mit 200 und André mit einem Wurf dahinter. Und auf der Silobahn, da kann ja viel passieren, das wissen wir. André muss also vorlegen. Und er entscheidet sich hier für den leichten Heiser mit der Midrange-Scheibe und da liegt er direkt oben drauf. Die 2 dürfte ihm hier sicher sein. Michi, der nimmt da jetzt schon eher die aggressivere Habicht-Heiser-Variante ein. Also er spielt hier meistens relativ hoch. Und hier kommt die Scheibe etwas zu kurz und jetzt muss er vom Weg unten bergauf putten. Man sieht es an seinem Gesicht, da ist er nicht ganz mit zufrieden. Und Bobby
hast gebunkert, oder? Den Wurf. Ja. Hat er ganz sicher gespielt. Er will jetzt hier eigentlich nur noch, dass es zu Ende geht, damit er seinen ersten Heisenhaut-Turniersieg feiern kann. Chris Max will natürlich jetzt den Fehler wieder gut machen und er spielt ganz hoch. Aber auch bei ihm ist da die Scheibe dann nicht ganz lang genug gewesen. Klaus, das Pech verfolgt ihn einfach, dann rollt die Scheibe auch noch runter. Also unglücklich hier. Bobby, oh, leider trifft er nicht. Chris Max trifft hier nicht. Oh, da hat er sich jetzt die Chance entgehen lassen. Also, wenn Michi trifft, was er tut, ist er alleiniger Zweiter. Da nützt jetzt auch André nichts mehr, wenn er Birdie spielt. Klaus rettet das Paar. Schöner Putt von ihm nochmal. André, geteilter dritter Platz. Und der Triumphator, der Dominator, Robert Delisle, Senior aka Bobby Nautilus, gewinnt zum zweiten Mal, erstmals im Trikot der Heisenauts, das Hellsternsche Hofturnier. 7 Würfe Vorsprung, als einziger fehlerlos im Finale gewesen, vor Michi Stelzer, Chris Vogt und André Bethea auf Platz 2 und Klaus etwas abgeschlagen, kein Birdie, ist ihm geglückt im Finale mit 211 Würfen. Ja, Klaus, das Finale kommt. Wohin? Zu mir nicht?